weiß nicht, warum ich mal so nach oben schrecke. Ja. Der ist doch noch gesund. Sehe ich doch. Der lebt noch. Und hier ist der Markt. Bleibe ruhig. Onkel Bourbon bringt uns schon rein. Onkel Bourbon. Ey, wir sind schon da. Jetzt gehen wir schneller als erwartet. Hey, Leute! Aufmachen! Lasst eure zweibeinigen Brüder keinen unnötigen Tod sterben! Seid ihr taub da drin? Wir werden gefressen! Ja. Mist, Kerle! Wen habt ihr da mit euch geschleift? Verdammt aus alles! Semyon, starte den Wagen! Wir bergen diese toten Männer! Artyom, halt durch! Das Schicksal ist auf unserer Seite! Sicher? Die haben gerade gesagt, die bergen uns. Tot! Und die Dinge ist eine Ladung Schrot. Ich bin gerade ein bisschen. Aber das stimmt. Denn ich bin Artyom, ich bin russischer Untergrundgangster. Also ich mach keine Munition. Ein bisschen ein wenig Feuer unterstützen. Ein bisschen Feuer unterstützen. Danke euch so sehr. Aua. Er hat mich geslappt. Hey, ihr! Zeigt euch! Tu, was er sagt. Diese Typen verstehen keinen Spaß. Trügen mich meine Augen? Bourbon, alter Freund, bist du das? Und ich hatte die Hoffnung aufgegeben, dich lebendig wiederzusehen. Simon, schau, wer die Nosalis aufgeschreckt hat. Gott verdammt, jetzt sind wir in die Scheiße getreten. Hey, Michalic, was für ein Zufall. Ich wollte dich besuchen kommen. Habt ihr das gehört, Jungs? Holt die guten Teller raus. Bourbon kommt zu Besuch. Und Artyom. Und jetzt lauf nicht weg, Bourbon. Wir haben eine kleine Aufgabe zu erledigen. Dann sind wir wieder da. Du erinnerst dich, wo du auf mich warten solltest? Ja, tue ich. Sicher? Ich kann dir helfen, dich zu erinnern. Du hast mich verstanden, oder? Absolut. Worüber redet ihr? Warum sehe ich eigentlich nur ein Grenz? Markt. So einen Markt hatte ich noch nie gesehen. Man konnte fast alles kaufen. Aber Bourbon schuldete den Wachen der Hanse Geld und wollte schnell weg. Verständlich. Verständlich. Sofort die Waffen wegstecken! Wer sind sie? Ins Licht kommen! Langsam. Ja, komm. Ich will verdammt sein! Es ist Bourbon! Hey, Leute! Die beiden sollten wir besser durchsuchen. Und, alter Saufbold, was hast du dieses Mal dabei? Und wer ist dieser Junge? Schau mal, Chef, ich bin sicher, dass wir klarkommen. Ja, sicher. Komm, lass uns ein wenig reden. Und du hältst dein Auge auf den da. Nicht bewegen! Ja, ich bin ruhig. Stillgestanden, ich rede mit dir! Ja, Mensch, du siehst aus wie Al-Qaida. Und du irgendwie, weiß ich nicht. Sonderkommando. Erschieß ihn! Auch wenn er eine AK hat und nur ein Bastard. Riecht das halt. Wenn ich mich jetzt bewege, na, was machst du hier? Was willst du gegen mich? Okay, die beiden können durch.
Willkommen auf dem Markt. Danke. Lass uns gehen, oder möchtest du ihre Gesellschaft noch länger ertragen? Hey, einen anderen Tonfall gefälligst. Bitte. Wir stecken tief in der Scheiße. Aber hast du keine gesehen? Chance, dass sich diese Wagen-Jungs auszahlen kann. Wir können von Glück sagen, wenn sie uns für den Rest unserer Tage Scheiße schaufeln lassen. Als ich sie vor Jahren sah, saßen darin noch die verkohlten Körper der Gut, Experimente, Alter. Genopfuhr. Dieser Tanker ist echt heiß. Hier ist Moskau. U-Bahn-Station Markt. Was für ein Blick. Der Boss ist beschäftigt. Komm später wieder. Wie wär's mit etwas Mondschein? Zu welchem Anlass? Mein Sohn hat sein erstes Wort gesagt. Oder Papa? Komm schon, lass dir etwas einschauen. Kommen Sie, schauen Sie, probieren Sie aus und kaufen Sie. Hör auf mit dieser Scheiße. Ich bin nicht zu unsicher, nicht in der Stirn, Geschichten zu erzählen. Sagen Sie mir einfach, worum es dabei geht. Ich frage meine Mama und sie erzählt mir schon. Mein Cousin hat gesagt, wenn Kinder zu weit weggehen, werden sie von den Mutanten gefangen. Suchst du etwas? Nö. Eine Patronentausch! Wo einzelne Reisende oft verschlissen sind. Eine Karawane mit einem Dutzend Männern kann es schaffen. Jene, die es schaffen, sagen, das ist von uns selbst nichts Ungewöhnliches. Medipack, zerfetzt ihr Ziel in Stücke. Sollte so um die 20 Minuten reichen. Wie auch immer. Kommen Sie, schauen Sie, probiert die beste Waffe der Welt. Sehr empfehlenswert. Werfen Sie Ihren Schrott weg. Der ist für Babys. Ausgezeichnete Wahl. Gute Wahl. Definitiv besser als ich. Dieses Ding ist fünfmal besser als Ihre Spielzeugwaffe. Das glaube ich. Die beste Waffe der Welt. Wie auch immer. Und nach ein paar Augenblicken wirst du hineingesogen. Und alle Teile stehen bequem. Besser gehen die Stalker nie alleine zur großen Bibliothek. Der Durchgang ist nur für Bewohner und lokale Arbeiter offen. Hey Mama, lass uns eine Rasse kaufen. Prospekt Mira, was haben Sie tun? Sagen, dass der Feind den Kreml nicht zerstört. Also, ich habe hier mit einem Typen etwas ausgemacht. Er ist ein gieriges Arschloch, aber daran können wir nichts ändern. Nimm meinen Ersatzfilter. Wir müssen hoch an die Oberfläche. Gut, also gehen wir. Ich denke, du kennst den Weg bereits. Ja, warum die an der Oberfläche? So steht der Kreml heute also immer noch hinter seiner Mauer, als ob die Apokalypse nie gekommen wäre. Die Apokalypse ist noch nie gekommen. Bourbon? Artyom? Als wenn du es nicht wüsstest. Halt die Klappe und verschwinde. Ich habe bereits gezahlt, Micha. Micha? Mich hast du nicht bezahlt. Aber wenn du nicht durch willst... Scheiße. Ist mir ein Vergnügen, Geschäfte mit dir zu machen. Schon gut, schon gut. War nur ein Scherz. Was? Das Tor öffnet sich. Sind Sie sicher, Kommandant? Stellung einnehmen. Gebt mir Deckung. Verdammt, ich hasse das so sehr. Ja, ich mag das auch nicht. Kann ich anders hingehen? Nö, wieso? Irgendwann. Na, sieht ruhig aus. Die Luft ist rein. Los! Für die Waffe. Warum habe ich mir die nicht gekauft? Viel Glück, Leute! Wir müssen hier weg. Nein, ich hasse das. Sofort anhalten! Bourbon, anhalten! Schnappt sie euch! Bewegung, Junge! Was? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Tote Stadt. Als wir zu den Ruinen Moskaus kamen, empfand ich Angst und Trauer. Aber nach einem Leben im Untergrund sah ich auch endlich die seltsame Schönheit des Himmels und der Landschaft.
Das ist die tote Stadt, grunzte Bourbon. Willkommen zu Hause, Artyom. Die Musik. Sieht gut aus. Und jetzt ganz vorsichtig. Und hier treffen wir schon auf einen glücklichen Bürger. Stalker, diese irren Teufel kommen fast jeden Tag an die Oberfläche, suchen nach Schrott, Mumm, alles, was sie ausgraben können. Achso, sowas nennt man aber nicht Stalker, sondern Plünderer. Steif gefroren, wie Schneemänner in Lumpen. Durchsuche den Raum sorgfältig, vielleicht findest du ein Lager. Aufbauen, die sich an der Oberfläche verstecken, nur für den Fall. Schau dich einfach genau um. Was haben wir denn hier? Ah, ein Filter. Den können wir bestimmt noch gebrauchen. Ein bisschen Moon. Klasse. Danke, mein Freund. Ja, bitte. Ja, gut, jetzt sind wir an der Oberfläche. Bereit? Gehen wir. Ich muss jetzt auch gleich schon wieder auffüllen. Eigentlich, ich hätte gerne weiter aufgenommen, weil das Spiel irgendwie fesselt mich ein bisschen. Ja. Verzieh dich! Hau ab! Geh doch. Da flieht er vor mir. Mindere Kreatur. Hat sich komisch angehört. Wir müssen den Luftschacht erreichen, damit wir zur trockenen Station kommen. Okay. Dann trennen wir uns und du bekommst meine AK, wie versprochen. Das ist schön, sonst töte ich dich. Du hast meine Dose umgeschüttet. Das war doch. Schuld ist mir noch was. Versteck dich, Junge. Ja, ich. Bleib versteckt. Wenn wir der Bestie im Freien begegnen, dann krieche ich in die nächste Spalte. Ja, welche Bestie? Manche nennen sie Dämonen. Ich nenne sie Mistkerle. Nennen sie auch Mistkerle. Der Munition möchte. Dann wird er nochmal. Aber was war denn gerade? Dämonen. Das ist die tote Stadt. Willkommen zu Hause, Artyom. Danke. Ja. Spring, ich fang dich auf. Danke. Das nenne ich nun wirklich Pech. Och, am Arsch. Ich hoffe, du stirbst. Du musst außen rumgehen, Artyom. Nicht in die Pfützen treten, sonst wirst du verstrahlt. Siehst du dieses Gebäude? Dein Ziel ist ein Schacht im Hinterhof, der führt zur trockenen Station. Ich warte im Gebäude auf dich. In der oberen Etage ist ein Ranger-Versteck. Beeil dich und iss keinen gelben Schnee. Hahaha, sehr lustig, finde ich auch. Was zum Teufel? Scheiße! Stirb! Ach, das sind Dämonen oder. Wo muss ich da hin? Hier muss ich da. Momentan.
Der hält zwei Schüsse aus, das Ding ist widerspenstig. Alter. Gut, Leute. So gerne ich jetzt unbedingt weiterspielen möchte, nur ein Zocken. Muss ich jetzt leider unschuldig. Freund warten. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ich hoffe, wenn es wieder heißt, jetzt Play Metro 2033. Haut rein, Leute, und tschüss.